Alexander Stevens wurde von seinem Mandanten über die Auseinandersetzung mit seiner Frau informiert. Daraufhin hat sich der Anwalt mit Christina Malik verabredet. Ganz ehrlich, ich kann echt nicht fassen, dass er wirklich glaubt, dass ich was mit seinem Bruder hatte. Hey, Omar, wie kommt der dazu, solche Lügen zu verbreiten? Ich verstehe es nicht. Naja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Omar so gewisse Interessen hat. Vielleicht setzt er ja ihren Mann finanziell unter Druck. Naja, dass Omar Geld braucht, das wäre jetzt nicht das erste Mal. Ja, und genau deswegen habe ich mich jetzt auch mit Ihnen getroffen. Ich würde Sie bitten, einer freiwilligen DNA-Probe zuzustimmen. Das würde die Sache sehr erleichtern. Ist das nicht irgendwie schädlich fürs Kind? Nein, ganz und gar nicht. Heutzutage nicht mehr. Eine einfache Blutprobe genügt. Also, ist relativ schmerzfrei. Ja, also, wenn es hilft, mache ich das natürlich. Wunderbar. Glauben Sie mir, damit ist Ihnen beiden wirklich geholfen. Ich hoffe, es Ihnen reicht. Können Sie mich einen Moment entschuldigen? Selbstverständlich. Das sind ja ganz positive Entwicklungen. Ich meine, durch diesen freiwilligen Vaterschaftstest wird meinem Mandanten sehr geholfen. Denn er erlangt endlich Gewissheit, auch was sein Bruder angeht. Das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass Frau Malik gar so bereitwillig diesen DNA-Test zugestimmt hat. Fast so, als hätte sie gar nichts zu verbergen. Vielleicht war ja mein Mandant doch ein bisschen vorschnell in seinem Urteil. Naja, wie dem auch sei. Ich bin mal gespannt, ob der Bruder von Herrn Malik auch so bereitwillig diese DNA-Probe abgeben wird. Hey Bruder, ich bin ja schon ganz froh, dass du dich einigermaßen beruhigen konntest und dass wir wieder miteinander quatschen. Geht ja nicht anders, wenn wir zusammenarbeiten müssen. Ja, schon, aber weißt du, diese Geschichte mit der DNA-Probe, die gefällt mir nicht. Ich meine, wozu soll der ganze Scheiß gut sein? Kostet doch eh nur unnötig Kohle, der Kack. Aber das ist doch nicht dein Problem. Naja, kannst du mir da nicht einfach vertrauen? Ich meine, wenn ich sag, dass ich der Vater bin, was ist denn los mit dir? Oma, ich muss einfach sicher gehen, gerade wegen dem Testament. Jetzt überleg doch mal, vielleicht waren bei Christina noch mehr Männer dran, von denen wir beide nichts wissen. Dann kriege ich einen dran wegen Betrug. Ja, aber jetzt guck doch mal, ich meine, diese DNA-Proben, die werden doch irgendwo gespeichert, oder nicht? Ja? Und ich habe echt keinen Bock, dass irgendeine Frau noch kommt und irgendeine Forderung an mich hat. Ja? Ich meine, sei es jetzt aus der Vergangenheit oder in Zukunft, aber bei dem Scheiß mache ich nicht mit, ich sag's dir. Oma, bitte! Ey, da wirst du mir jetzt wohl mal vertrauen können, oder? Da bitte ich dich. Schau mal kurz vor. Und? Was ist mit Ihrem Bruder? Hat er sich zum DNA-Test bereit erklärt? Nein, leider nicht. Warum auch immer. Ja, warum wohl? Weil da nichts war. Und dein lieber Herr Bruder, der will auch nicht, dass das rauskommt. Der dachte wohl damals, ich bin so dicht, dass ich gar nichts mitkriege. Von wegen, ey. Naja, das werden wir dann sehen. Omar hat seine DNA-Probe trotzdem abgegeben. Auch wenn nicht ganz freiwillig. Herr Malik. Das bringt doch überhaupt nichts. Diese DNA vom Löffel hier haben Sie doch völlig widerrechtlich erlangt. Das ist in Deutschland streng verboten. Kein Analyseinstitut der Welt wird Ihnen das hier untersuchen. Und das ist leider nicht das einzige Problem. Es ist zwar rein theoretisch möglich, ab der 9. Schwangerschaftswoche einen vorgeburtlichen Vaterschaftstest durchzuführen. Und Christina ist ja schon in der 10. Woche, aber das ist leider seit 2010 in Deutschland verboten. Ausnahmen gibt es nur, wenn ein Verbrechen vorliegt. Also, ein Staatsanwalt muss diesen Test anfordern. Warum denn das? Ja, das kann ich Ihnen schon sagen. Weil bis 2012 dieser Test für das ungeborene Kind nicht ganz ungefährlich war. Aber seit 2012 gibt es einen neuen Test, eine einfache Blutprobe, völlig ungefährlich. Nur der Gesetzgeber hat mal wieder verpennt, die Gesetzeslage zu ändern. Das gibt's doch nicht. Keine Sorge, mein Freund. Es gibt noch eine Möglichkeit. Im Ausland ist die Gesetzeslage ein wenig anders. Die sehen das nicht so eng. Und ich habe da ein gutes Institut in der Schweiz. Dieser Test ist dann zwar vor Gericht nicht als Beweis zu verwerten, aber wir hätten endlich Gewissheit. Vor allem, wenn wir deine DNA direkt mit zum Test schicken.
Ja, und so brauchen wir die DNA von ihrem Bruder überhaupt gar nicht. Denn durch eine einfache Blutprobe lässt sich nachweisen, ob der Vater des ungeborenen Kindes mit ihnen verwandt ist. Das heißt, in Bezug auf ihren Bruder wissen wir dann sofort Bescheid. Gut, dann wäre das ja geklärt. Sind alle einverstanden? Klar. Christina, dann würde ich dich bitten, mir ins Behandlungszimmer zu folgen, damit ich dir eine Blutprobe entnehmen kann. Hallo. Bitte. Sven. Hi. Herr Doktor. So. Schön, dass ihr da seid. Das Testergebnis ist auch da. Ich denke mal, ihr seid genauso gespannt wie ich. Du bist leider nicht der Vater. Was? Wie kann das sein? Omar ist es aber auch nicht. Laut dieses Testes ist es zu 99,99% sicher, dass keinerlei Verwandtschaftsverhältnis zu dem Kind besteht. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nie was mit Omar hatte. Na und, dann mit einem anderen. Du bist mir auf jeden Fall fremdgegangen, das ist hier ganz klar bewiesen. Und bloß weil Omar als Vater nicht in Frage kommt, bedeutet das noch lange nicht, dass du nicht mit ihm geschlafen hast. Ich hab dich nie betrogen, frag doch Omar! Das werde ich auch. Da geh ich besser mit. Willst du mich verarschen? Wieso erzählst du, dass du Christina geschwängert hast? Herr Marley, beruhigen Sie sich doch jetzt. Dann klären wir das in Ruhe. Bloß weil Sie jetzt behaupten, es sei anders gelaufen oder was? Was soll denn der Scheiß überhaupt? Wir haben den Test auch ohne deine Scheiß-DNA gemacht. Wie habt ihr das gemacht? Was soll? Was? Das war ganz einfach. Wir haben die DNA ihres Bruders mit der des ungeborenen Kindes verglichen. Das ist heutzutage unproblematisch machbar. Allerdings hat sich dabei keinerlei Verwandtschaftsverhältnis ergeben. Wären Sie allerdings der Vater, müsste es ein solches Verwandtschaftsverhältnis geben. Immerhin sind Sie Brüder. Also erzählst du, was Sache ist, oder muss ich es aus dir rausprügeln? Meine Güte. Okay, Mann, es war gelogen. Scheiße. Ich meine, als Sven mir erzählt hat, dass du vermutest, dass Christina dir fremdgegangen ist, dann ist mir halt das Erbe eingefallen. Verdammt, ich wollte ja auch ein bisschen Kohle machen. Du bist so ein mieser Dreckskerl. Jetzt sei doch mal klug, Alter. Denk doch mal an die Kohle. Lass uns es durchziehen. Das sind 50.000 Euro für jeden. Komm schon, Bruder. Das kannst du vergessen. Du siehst keinen einzigen Cent von dem Geld. Fuck, Mann, so eine Scheiße, ey! Hallo, magst du was essen? Sag mal, was soll die ganze Scheiße hier? Willst du mir nicht lieber endlich mal sagen, mit wem du mich betrogen hast? Hör zu, das sieht alles ganz anders aus, als es wirklich ist. Ich muss mir glauben, da war nichts. Hör zu, auch wenn es dir schwerfällt, ich weiß das, aber bitte versuch doch wenigstens mir zu glauben. Ich möchte dich nicht verlieren. Christina, wenn es nur einmal war, dann musst du es mir sagen. Vielleicht kann ich verzeihen, aber du musst ehrlich zu mir sein, sonst geht das nicht. Aber die kann mir nicht sagen, dass da was war, wenn da nichts war. Mann, ich hab dich nicht betrogen, glaub mir. Diese Scheiße reicht mir. Die Fakten sprechen doch für sich. Ich steril und du schwanger. Ich muss zur Arbeit. Wenn ich wiederkomme, dann bist du am besten nicht mehr hier. Du ziehst zu einer Freundin oder sonst was. Sven, was machst du denn hier? Mir ist es nicht da. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade gar keine Zeit. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich auch gar nicht zu Elias. Ich hatte gehofft, dich hier zu treffen. Hier, als Aufmunterung. Okay. Christina, ich weiß, wie schwer die ganze Sache für dich ist. Ich will dir nur sagen, wenn du jemanden zum Reden brauchst oder sonst irgendwas, ich bin für dich da. Du weißt doch, ich habe dich immer schon gemocht. Du, ich glaube, ich muss dir mal was klarstellen. Also nicht, dass ich hier irgendwas überinterpretiere, aber du bist ein Freund, ein guter Freund, aber mehr auch nicht. Das muss dir klar sein. Ja, klar, natürlich, absolut. Ja,
Tyler. Also, wir beide werden kein Paar. Also, du bist nicht mein Typ. Tut mir leid. Da hast du jetzt was völlig falsch verstanden. Ich wollte nur, dass du weißt, dass ich immer für dich da bin. Und die Blumen, die waren nur als Aufmunterung gedacht. Ganz ohne Hintergedanken. Okay. Ich werde dann auch mal wieder gehen, du hast ja zu tun. Mhm. Aber bei Bedarf einfach anrufen. Ach, tschüss. Ja. Things we lost to the flames. Things we'll never see again. Ja, ich weiß, es ist noch früh dafür, aber ich brauche das jetzt. Ich habe noch mal mit Christina gesprochen zu Hause. Ich habe sie wirklich angefleht, dass sie mir endlich die Wahrheit sagt. Aber sie bleibt dabei, dass sie das die ganze Zeit getan hat. Ich habe sie daraufhin rausgeschmissen. Jetzt lassen Sie mich raten. Jetzt tut sie Ihnen leid? Ich weiß es nicht. Sie hat gesagt, dass sie mich noch liebt. Aber den Seitensprung will sie einfach nicht zugeben. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich mich scheiden lassen? Da fragen Sie genau den Richtigen. Ich bin kein Beziehungsberater und kein Paartherapeut. Aber lieben Sie denn Ihre Frau noch? Ja. Naja, dann ist doch Hopfen und Malz noch nicht verloren. Suchen Sie eine Aussprache mit ihr. Ich meine, bei einer solch emotionalen Gefühlslage wäre es doch gelacht, wenn man die Beziehung nicht retten könnte. Meinen Sie? Ich habe übrigens auch noch mal nachgedacht. Es könnte auch durchaus sein, dass Ihre Frau auf ganz anderem Wege schwanger geworden ist. Wie meinen Sie? Nun ja, vielleicht hat ja jemand K.O.-Tropfen in ein Getränk gemischt und sich dann über sie hergemacht. Oder sie ist vergewaltigt worden und ist jetzt so traumatisiert, dass sie sich nicht traut, sich ihnen gegenüber zu öffnen. Und das wäre auch streng genommen ja kein Betrug. Oh mein Gott. Ich hoffe, Sie irren sich. Hi. Christina? Ja, ich bin's. Du, es tut mir leid, was ich vorhin... Ich meinte, dass ich dich rausgeschmissen habe. Können wir uns noch irgendwie sehen? Gern, ja. Du, ich muss dir auch echt unbedingt noch was erzählen. Also, ich warte in der Wohnung auf dich, okay? Super, bis gleich. Tschüss. Christina? Christina? Stevens? Herr Stevens? Elias Malik hier. Stellen Sie sich vor, Christina ist nicht da. Und hier liegt ein fremder Blumenstrauß rum. Und was ist an einem Blumenstrauß so ungewöhnlich, wenn ich fragen darf? Also erstens lag der vorhin nicht hier. Da bin ich mir ganz sicher. Und zweitens ist Christina nicht die Art Frau, die sich selber Blumen kauft. Und drittens liegt ihr Handy hier und das nimmt ihr normalerweise immer mit. Hier ist irgendetwas passiert. Ich weiß nicht, wo dieser Blumenstrauß herkommt. Gibt's denn sonst irgendeinen Hinweis, der darauf schließen lassen würde, von wem dieser Blumenstrauß stammt? Vielleicht eine Karte? Oder gucken Sie mal, ob Sie das Papier noch finden. Ja. Tatsache, hier ist die Grüne Oase, Bankstraße 24. Okay. Dann treffen wir uns gleich dort. Ich kann in so 15 Minuten da sein, ja? Alles klar. Die Blumenhändlerin konnte sich gut an den Käufer des Straußes erinnern. Sie gab eine exakte Beschreibung von Sven Erdmann ab, woraufhin sich Alexander Stevens und Elias sofort auf den Weg zum Haus des Arztes machen. Bitte. Danke. So, und jetzt reißen Sie sich zusammen, ja? Ja, ist gut.
Wie kann ich behilflich sein? Herr Dr. Erdmann, die Frau von Herrn Malik ist spurlos verschwunden. Wir sind auf der Suche nach ihr. Wissen Sie, wo sie steckt? Nein. Sollte ich. Hör auf mit dem Scheiß Theater, Sven. Herr Malik. Bist du der Vater von Christinas Kind? Herr Malik. Ist sie hier? Wie kommst du denn darauf? Was soll denn das jetzt? Hast du Wahnvorstellungen oder was? Wahnvorstellungen? Zumindest warst du gerade bei Christina. Auch wenn du das nicht zugeben willst. Und du hast ihr Blumen gebracht. Und das brauchst du gar nicht zu verleugnen. Die Blumenverkäuferin hat dich genau beschrieben. Ah, ihr habt Detektiv gespielt. Schön, ich war bei euch und hab Christina Blumen gebracht. Und, ist das verboten? Ich wollte sie nur trösten, nachdem du sie fertig gemacht hast. Du wolltest sie trösten? Genau. Und dann bin ich wieder gegangen. Also weiß ich auch nicht, wo Christina jetzt abgeblieben ist. Natürlich würde ich euch gerne bei der Suche helfen. Aber ich erwarte noch einen Privatpatienten. Also, ihr müsst mich bitte entschuldigen. So, so, einen Privatpatienten. Na, das hat natürlich absolut die Priorität. Da wollen wir nicht länger stören, nicht wahr, Herr Malik? Herr Malik, kommen Sie. Der lügt doch! Psst, bisschen leiser. Glauben Sie denn etwa? Der hat doch ganz klar ein schlechtes Gewissen. Sie haben ja völlig recht. Muss der Erdmann ja nicht gleich mitbekommen, dass sie ihm seine Show nicht abkaufen. Was hat er gleich gesagt? Der wollte sie trösten? Da läuft doch was zwischen den beiden. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Dieser Mistkerl, der steckt doch mit Christina unter einer Decke. Ich weiß nicht. Ich könnte mir da noch was ganz anderes vorstellen. Das wird meinem Schatz gefallen. Ach, dieses miese Schwein. Und dann tut er auch noch so, als wenn das der beste Freund wäre. Dann könnte ich die Fresse polieren. Jetzt bleiben Sie doch mal ruhig. Ich muss nachdenken. Sagen Sie mal, haben Sie diesen Vaterschaftstest noch dabei? Ja, warum? Darf ich den mal sehen? Klar. Da steht nicht mal eine Telefonnummer von dem Institut drauf. Ich werde jetzt mal gucken, ob es die überhaupt gibt. Gesundheit und Forschung. Scheint es zu geben. Ruf mal die doch mal an. Ja, Alexander Stevens, mein Name. Ich bin ein deutscher Rechtsanwalt. Ich hätte mal ein paar Fragen zu einem nicht-invasiven pränatalen Vaterschaftstest. Ja, ich weiß, dass Sie das grundsätzlich nicht dürfen, aber es handelt sich um einen Notfall. Und außerdem interessiert mich auch nicht der Inhalt. Mir geht es nur darum, ob es diesen Test überhaupt bei Ihnen gegeben hat. Ja, die Vorgangsnummer lautet 02653 und der Name Malik. Martha, Anton, Ludwig, Ida, Konrad. Aufwachen, mein Schatz. Ich habe was Schönes für dich vorbereitet. So ist gut. Möchtest du dich vielleicht aufsetzen? Oh, du Mistkerl. Was soll das? Wo bin ich? Warum kann ich meine Beine nicht bewegen? Ich will zu Elias! Na, siehst du? Du lässt mir ja gar keine andere Wahl. Ich will nur, dass du dir genügend Zeit nimmst. Zeit, die nötig ist. Damit du verstehst, dass du jetzt zu mir gehörst. Wir werden doch jetzt eine richtige Familie. Was soll das? Was redest du? Spinnst du? Ist das Familie? Was hast du vor? Du bist Kerl. Jetzt erinnere ich mich. Du schon wieder, Mann. Ich hab dir doch gesagt, dass ich nichts von dir will, echt. Aber ich glaube dir nicht, Christina. Ich glaube dir einfach nicht. Ganz ehrlich, ich habe gerade genug zu tun, okay? Ich kann jetzt niemanden gebrauchen, der mir so einen Mist erzählt.
Ganz ruhig, mein Schatz. Ganz ruhig. Dir passiert nichts. Du hast mich gekidnappt. Ja, vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Wiederhören. Was? Diese Nummer gibt's überhaupt nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass der Test gefälscht ist. Ja, aber was hat Sven denn davon? Naja, da würden mir gleich mehrere Varianten einfallen. Zum einen könnte es doch sein, dass bei ihrer Vasektomie was schiefgelaufen ist und er das jetzt vertuschen möchte. Aber das würde bedeuten, dass ich eventuell doch der Vater bin. Ja. Und damit wären sie auch rechtmäßiger Erbe. Allerdings mache ich mir gerade ein paar weiterführende Sorgen. Sorgen? Nun, ich will den Teufel jetzt nicht an die Wand malen. Aber ich mache mir wirklich Sorgen um ihre Ehefrau. Oh mein Gott. Scheiße, sie könnte hier sein. Ich muss in den Garten. Nee, warten Sie mal. Lassen Sie uns das bitte jetzt nicht eigenmächtig machen. Wir sind schon weit genug gegangen. Wir rufen jetzt die Polizei. Was hast du mit mir vor? Jetzt beruhig dich doch erstmal. Ich will nur dein Bestes. Versprochen. Hier. Trink doch erstmal was. Oder nimm ein Stück Kuchen, der ist wirklich Lass lecker. Mich. Ja, ich verstehe. Du bist noch sauer auf mich wegen der Betäubung, aber das musste ich tun, damit du dich von Elias abwendest und damit du siehst, dass ich der Richtige für dich bin. Du hast es alles geplant. Du hast es alles die ganze Zeit geplant. Ja, jetzt siehst du, was du mir wert bist. Dadurch, dass ich von Elias Sterilisation wusste ich, dass er dich verlassen würde, wenn er denkt, dass du ihn betrogen hast. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Elias ist der Vater von meinem Kind. Das ist jetzt völlig egal. Das ist jetzt unser Kind. Jetzt wird alles gut. Ich habe die Praxis schon zum Verkauf angeboten und es gibt Interessenten. Und wenn das alles über die Bühne ist, gehen wir beide ins Ausland. Hilfe! Hilfe! Ich bin hier eingesperrt! Hat mich jemand! Christina, spar deine Kräfte. Denk an unser Kind. Also, folgende Situation. Ich habe begründeten Verdacht zur Annahme, dass hier eine Frau festgehalten wird, und zwar die Frau von diesem Mann hier. Okay, genau. Wir haben einen Vaterschaftstest gemacht und dieser Arzt, der macht es auch nicht mehr auf. Und wir haben Schreie gehört. Okay. Herr Erdmann! Hilfe! Ich bin hier unten! Christina, das ist das Beste für dich, für uns. Wir gehören doch zusammen. Lassen Sie mich. Oh Gott. Mein Liebling, oh Gott. Er hat mich betäubt und entführt. Nachdem er angerufen hat, stand er in der Tür. Ich hatte so geil. Christina, ich hätte dir doch nie was getan, ehrlich. Verdammter Mistkerl, wir wissen genau, was du getan hast. Du hast den Test gefälscht. Du wusstest die ganze Zeit, dass ich der Vater bin. Wusstest du das? Ja, verdammt. Deine Samenleiter sind wohl wieder zusammengewachsen. Und du wusstest das die ganze Zeit? Ja, seit der Untersuchung. Herr Malik, nein, nein, nein. Christina und ich, wir sind füreinander bestimmt. Du hast doch nie zu schätzen gewusst, was du an ihr hattest. Herr Erdmann, kommen Sie. Christina, es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie ich dir misstrauen konnte. Kannst du mir noch einmal verzeihen? Ich habe hier wohl keine Wahl. Du bist der Vater von meinem Kind und wir werden eine glückliche Familie. In unserem Fall war ja eigentlich sicher, dass mein Mandant nicht der Vater ist. Es konnte ja keiner ahnen, dass ein Arzt hinter einem solch perfiden Plan stecken würde, um an die Frau meines Mandanten ranzukommen. Naja, er hat sich nicht nur entgegen jeder ärztlicher Moral verhalten, nein, er hat sich damit auch strafbar gemacht. Und zwar wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Und in diesem Fall stehen da Minimum 3 Jahre Freiheitsstrafe auf dem Spiel. Ist natürlich auch selbstredend, dass der Herr Dr. Erdmann damit auch sein Doktor los ist. Ja, und was meinen Mandanten angeht, der hat sich zwar extra damals sterilisieren lassen, um keine Kinder zu bekommen, aber jetzt freut er sich richtig, dass es doch geklappt hat.